Wisst ihr, was an diesem VW hier so genial ist? Der hat keinen Turbolader. Erinnert ihr euch noch an den Golf 1.6 TDI aus der Gebrauchtwagenfolge? Ja, halten wir jetzt alle mal ein bisschen inne. Der arme Kerl steht nämlich in der Werkstatt. Wieso? Weil bei 82.000 Kilometern und noch nicht mal 5 Jahren Laufleistung sein Turbo in die ewigen Ladergründe eingegangen ist. Viel zu früh. Und jetzt werden einige von euch auch wissend nicken und werden sagen, Moment, das passiert doch bei VW schon öfter mal. Ja, das ist korrekt, kann man online gucken. Gibt es einige Fälle, wo Turbolader so früh sterben und das ist natürlich technisch ein Unding. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Unser Thema ist, wer zahlt den Schaden dann? Ist ja richtig teuer. Wir kümmern uns um Garantie-, Gewährleistungs- und Kulanzirrtümer. Zwei Jahre Garantie sind in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Ja, wird oftmals so flapsig formuliert, hier zwei Jahre Garantie vom Gesetzgeber und dann wird alles gut. Und das Problem ist nur, man kann Garantie nicht gesetzlich vorschreiben. Das ist eine freiwillige Leistung des Herstellers. Der diktiert die Bedingungen und die Laufzeit. Man vereinbart das zwar vertraglich, man kann sich also später rechtlich darauf berufen, aber es ist nicht vorgeschrieben. So, und dann, wie lange kann es dauern? Ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf, sechs? Bis zu 7 Jahre beim guten Hersteller. Wobei die Jahre allein nicht entscheidend sind, sondern es wird auch noch geguckt, wie viele Kilometer man hat. Es ist immer entscheidend, was ist zuerst eingetreten, die Kilometerbegrenzung oder die Jahre. Aber was ist denn jetzt gesetzlich vorgeschrieben? Die Gewährleistung ist gesetzlich vorgeschrieben. 2 Jahre Gewährleistung muss auf das Auto gegeben werden. Und wie sieht es bei Gebrauchtwagen aus? Da bekomme ich, wenn ich von einem gewerblichen Verkäufer das Auto erstehe, 1 Jahr Gewährleistung. Bekomme ich das Auto von privat, ist die Gewährleistung meistens gestrichen. Tja, und bei unserem Golf, wie ist da der Fall? Zieht da Gewährleistung oder Garantie? Das Auto ist natürlich aus beidem lange raus. Die einzige Chance, die man gehabt hätte, lange Anschlussgarantie. Wurde aber nicht gebucht, hätte sich in diesem Fall gelohnt. Oder aber man hätte das Auto gleich bei einem Hersteller gekauft mit einer langen Garantie. Garantie und Gewährleistung sind im Grunde genommen das Gleiche. Nö, sind sie nicht, dann könnte man sie auch gleich nennen. Sie unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten. Eine Gewährleistung bekomme ich zum Beispiel nur vom Verkäufer des Autos. Eine Garantie bekomme ich meistens vom Hersteller, Herstellergarantie oder von einer anderen Person, die mir vertraglich eine Garantie zuschreibt. Und eine Gewährleistung hat eine andere Beweislast als eine Garantie. Wir versuchen das aufzudröseln. Bei einer Gewährleistung sagt der Verkäufer oder er leistet dafür Gewähr, dass das Auto zum Zeitpunkt des Verkaufs mängelfrei war. Und jetzt sagt der Gesetzgeber, wenn jetzt in den ersten 6 Monaten ein Mangel an diesem Auto auftritt, dann ist er wahrscheinlich dadurch verursacht, dass schon am Anfang ein Mangel war. Das heißt, der Käufer des Autos muss nicht nachweisen, dass der Mangel am Anfang schon festgelegt war. Und da ist Garantie und Gewährleistung noch gar nicht so weit auseinander. Aber nach 6 Monaten dreht sich diese Beweislast um. Jetzt muss auf einmal der Besitzer des Autos, wenn was kaputt ist, nachweisen, dass dieser Schaden quasi schon beim Kauf des Autos angelegt war. Und das kann verdammt kompliziert werden. Bei einer Garantie dagegen, da garantiert mir ja der Hersteller, ja, dieses Auto läuft jetzt 2 Jahre lang problemlos, wenn da sonst was auftritt, dann zahlen wir dir das. Und genau diese Beweislastumkehr, die kann es unglaublich schwierig machen. Wir versuchen das mal bei unserem Golf aufzudröseln. Wenn da jetzt zum Beispiel nach 12 Monaten der Turbolader kaputt gegangen wäre und er hätte nur Gewährleistung gehabt, dann hätte der Besitzer des Autos dem Verkäufer nachweisen müssen, dass dieser Schaden quasi schon am Anfang, also beim Kauf des Autos, irgendwie festgelegt war, weil der Turbolader einen Knacks weg hatte. Und das kann ziemlich langwierig werden, das zu beweisen, wenn man es überhaupt beweisen kann. Bei einer Garantie dagegen hätte jetzt der Hersteller ja gesagt, du hast jetzt 2 Jahre Garantie darauf. Und wenn in der Zeit was kaputt geht, zum Beispiel der Turbolader, dann ist ja kein Verschleißteil, dann zahlen wir dir das. Die Garantie gilt nur so lange, wie die Inspektionen und die Wartungen bei einer Vertragswerkstatt durchgeführt worden sind. Ja, wird oft erzählt. Ich kann sogar verstehen, wieso. Weil das eben noch lukrativ ist, für die Werkstätten Wartung und Inspektion durchzuführen. Weil ein Neuwagenverkauf, die Marge ist nicht so richtig prickelnd, da verdient man wenigstens da noch ein bisschen Geld. Macht es aber nicht besser, ist trotzdem nicht richtig. Die EU hat das nämlich klar festgelegt und gesagt, nein, ich darf meine Wartungs- und Inspektionsarbeiten auch bei einer freien Werkstatt durchführen lassen und habe trotzdem weiterhin noch Garantie oder Gewährleistung. Der Punkt ist nur, das Ganze muss fachgerecht durchgeführt werden und nach Herstellervorgaben. Und das ist halt so ein kleiner Fallstrick, Herstellervorgaben. Da muss man sehr genau aufpassen, dass die Werkstatt das entsprechend macht.
Wenn ich dann aber wieder einen Anspruch auf Garantieleistung stelle, dann muss ich wieder zur Vertragswerkstatt. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Golf. Ja, aus der Garantie und Gewährleistung ist er ja raus und ich möchte jetzt Kulanz haben. Kann ich das bei der freien Werkstatt machen? Nein, dann muss ich auch wieder zur Vertragswerkstatt. Die muss ich mit dem Hersteller unterhalten und dann kriege ich Kulanz oder eben nicht. Die Neuwagengarantie erlischt bei Grauimporten. Das ist jetzt ein Grauimport, das ist kein graues Auto. Das ist natürlich ein Import aus dem EU-Ausland nach Deutschland. Die Autos sind ein bisschen günstiger und da kann man Geld sparen. Aber man verliert nicht den Garantieanspruch. Der ist weiterhin da. Das Problem ist nur, es gilt die Garantie des Landes, wo das Auto gekauft worden ist. Und nicht überall in der EU hat man die gleichen Garantiebedingungen von den Herstellern. Kann auch mal deutlich kürzer sein. Und die Garantie startet nicht an dem Tag, wo ich das Auto übergeben bekommen habe, sondern an dem Tag, wo das Auto zum Beispiel im Ausland schon mal zugelassen wurde. Und da kann halt einige Zeit verloren gehen. Das kann sehr ärgerlich sein. Und auch ärgerlich wird's, wenn ich jetzt auch noch Gewährleistungsansprüche durchsetzen muss, weil die muss ich ja beim Verkäufer wieder anmelden und der sitzt im Ausland. Und das kann sehr spaßig werden, aus Deutschland im Ausland Gewährleistungsansprüche anzumelden. Und wie sieht's bei unserem Golf aus, unserem Problemgolf? Der ist in Deutschland gekauft worden. Kulanz ist ein Anrecht darauf, dass sich der Hersteller nach der Garantie- oder Gewährleistungszeit an den Reparaturkosten eines Schadens beteiligt. Nein, Kulanz ist völlig freiwillig. Es gibt keinen rechtlichen Anspruch auf Kulanz. Der Hersteller ist eben Kulant. Und unter welchen Bedingungen er Kulant ist, das kann er auch noch völlig frei entscheiden. Oftmals wird ja Kulanz gewährt, wenn der Schaden häufiger vorkommt und dann auch nicht so weit aus der Garantie- oder Gewährleistungszeit heraus ist. Aber es ist freiwillig und nicht gesetzlich. Und wie sieht das jetzt bei unserem Golf aus? Wurde bei dem Kulanz gewährt? Nein. Wieso nicht? Weil er zum Beispiel bei einer freien Werkstatt nach der Garantiezeit gewartet wurde? Nein, das wäre nicht das Problem gewesen. Weil er eben aus der Garantie- oder Gewährleistungszeit zu lange raus war? Das war auch nicht direkt das Problem. Das Problem war die Wartung. Die zweite Wartung wurde um mehrere Monate überschritten. Und das ist genau ein Punkt, wo ein Hersteller natürlich verständlicherweise sagen darf, okay, dann sind wir nicht mehr kulant. Auch wenn der Schaden natürlich extrem ärgerlich ist und so früh bei einem Turbolader unter keinen Umständen vorkommen darf.